Gäste und Freunde der Boss Stiftung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem diesjährigen Vorstellung unserer Projekte, unserer Stiftung. Ja, wir freuen uns, dass so viele Projektpartner und Unterstützer von uns heute bei uns sind, mit denen wir gemeinsam den Abend verbringen wollen. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Anja Brülker. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier wieder durch den Abend führen zu dürfen. Ich freue mich, dass wir heute über das Ruhrgebiet sprechen, über die Sicht von außen auf das Ruhrgebiet. Der Fotograf, der das Ruhrgebiet mit seinem Blick einfangen will. Herzlich willkommen, Till Brönner. Ministerin für Kultur und Wissenschaft. Herzlich willkommen, Frau Pfeiffer-Pönsken. Und der Dritte im Bunde, der kommt für länger hierher. Lukas Vogelsang, direkt aus dem Berliner Wedding. Er ist für seine Reportagen preisgekrönt und hat mit Heimaterde ein wunderbares Buch veröffentlicht. Tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Herzlich willkommen, Lukas Vogelsang. Vielen Dank. Mich interessieren, wie in der Musik, die auch nicht ohne Menschen geht, die Menschen und mich denen zu nähern. Und eigentlich die Menschen die Geschichte erzählen zu lassen, das ist das, was mich reizt und was mein Ziel die nächsten Monate ist und bleibt. Das Ruhrgebiet, der Pott, ist der einzige Ort, wo man die Berliner Schnauze so erträgt, wie man sie in Berlin erträgt. Also deswegen fühlt man sich dort sofort zu Hause. Jetzt haben Sie noch nicht verraten, was eigentlich am Ende des Projekts steht. Worauf können wir uns freuen? Stellen Sie sich vor, es hängt am Ende was ganz anderes, als ich Ihnen heute ankündige. Was ich wirklich gebetsmühlenartig wiederholen möchte, denn das ist mein Ziel, ist die Geschichte über die Menschen zu erzählen. Wie machen sich die aktuellen Entwicklungen hier im Ruhrgebiet breit? Ist man hier offener anderen Menschen gegenüber? Vor zwei Tagen habe ich mich mit jemandem über etwas unterhalten, was vielleicht in gewisser Weise auch mit sowas wie einer sympathischen Hässlichkeit umschrieben werden kann. Und das, was er sagte, war als allererstes, pass mal auf, ich nehme dich dahin mit und hierhin mit und dorthin mit. Und es ist alles unglaublich schön und konnte das alles begründen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, das fotografisch festzuhalten, und ich weiß das ja schon, dann würde ich das gerne an die Wand hängen, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir vor einem Jahr, Frau Pfeiffer-Pönsken, hier die Lit Ruhr auch mit vorgestellt. Sie feierte dann Premiere im Oktober, sehr erfolgreich. Über 20.000 Besucher, 82 Lesungen, Veranstaltungen fanden statt. Zeigt das, dass das Ruhrgebiet vielleicht noch mehr als manch einer erwartet hätte, solche Events, solche Veranstaltungen annimmt? Dass da der Bedarf da ist nach Kultur, nach Literatur in dem Fall. Das ist ja auch der Versuch, diese Lit Cologne und Lit Ruhr Literatur auf eine ganz andere und, sage ich mal, auch im besten Sinne unterhaltsamere Art. Und nicht nur sozusagen der Autor, der vorne mit dem Tischchen und der Lampe sitzt, sondern mit ganz verschiedenen Formaten auch zu arbeiten. Und das hat, glaube ich, eine hohe Attraktion. Mit welchen Klischees würden Sie denn gerne noch aufräumen wollen? Ich weiß nicht, also es ist ja so, dass hinter jedem Klischee eine gute Geschichte steckt. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist hierher zu kommen und nicht sich anzumaßen, zu sagen, man kann in einem Jahr das Ruhrgebiet entweder einfangen, fotografisch oder literarisch erklären. Weil es natürlich, ich meine, mein letztes Buch war, da ging es um Heimat. Das ist genauso, wie wenn jemand sagt, jetzt komm, erklären Sie mir mal in einem Buch den Begriff Heimat oder erklären Sie mal Jazz zum Beispiel. Dann hast du ja folgendes Problem, dass für jeden, den du fragst, was ist Heimat für dich oder was ist das Ruhrgebiet oder was ist Musik in diesem Fall, immer eine andere Antwort bekommen wirst. Also deswegen ist es nur die Möglichkeit, sich dem anzunähern. Und wenn mir die Klischees dabei helfen, dann nehme ich sie gerne mit. Wir haben zwei Projekte uns ausgesucht. Einmal das Move-Tanztheater. Da würde ich gerne Frau Marika Karena auf die Bühne bitten. Und zum anderen das Kindermobil aus Essen, Thomas Rüth. Herzlich willkommen. Move, das Jugendtanzprojekt des Ballett im Revier. 5 Schulen, 2 Tanz-AGs entwickeln da jedes Jahr eine Choreografie. Und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Bei uns, das im Ballett, aber im Theater, jeder ist gleich. Und diese Teenager,
die kommen von verschiedenen Schulen. Die haben wirklich verschiedene Hintergründe. Und durch dieses Projekt, die treffen sich, die lernen sich kennen und die finden heraus, oh, diese Leute, alle, sie sind toll. Ich kann auf diese Leute mich verlassen. Ich kann meine Vorurteile, die ich hatte, einfach wegwerfen. Ist egal, von wo ich komme oder was ich mache. Wenn wir uns wirklich zusammen machen und zusammenarbeiten, können wir zusammen etwas Tolles auf die Bühne bringen. Marika, Karina, die Begeisterung für das Projekt ist ansteckend. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Und ich habe es eingangs schon gesagt, das Kindermobil Essen. Bei diesem Mobil ist ein Treffpunkt entstanden. Und wie das funktioniert, sehen wir jetzt. Das Projekt wäre am Anfang fast gescheitert, ob der großen Anzahl der Kinder, die da bei uns hergefallen sind. Und wir haben im Schnitt erreichen wir 30 Kinder an 4 Standorten. Wir wollen sozusagen Mut machen, solche Dinge anzugehen. Und wir sehen das ja. Die Kinder lernen das mit viel Spaß und Energie. Und wir stellen auch fest, hinter den Kindern kommen die Eltern her. Mit diesen wunderbaren Projekten geht unser Stiftungstag auch schon zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten interessante Einblicke. Sie können sich freuen auf viele spannende Texte, auf eine tolle Ausstellung von Herrn Brünner. Und ich danke Ihnen, Frau Ministerin, dass Sie da waren, auch im Namen der Organisatoren der Brost-Stiftung. Danke, dass Sie heute Abend hier im Brost-Pavillon waren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.